Grüß Gott und hallo, mein Name ist Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. Begrüße ich Sie. Jetzt geht es um die Möglichkeiten der Warzentherapie. Ich habe in meinem Warzenaufklärungsvideo davon gesprochen, dass es bei Kindern hauptsächlich zwei Warzenarten gibt, nämlich die Hand- und die Fußwarzen sowie die Dell-Warzen. Beide Warzenarten werden durch Viren verursacht und damit handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Und das ergibt schon die erste Antwortmöglichkeit. Was macht man bei Warzen? Nämlich abwarten, bis der Körper auf diese Infektion reagiert. Was heißt das? Unser Körper hat mit seinem Immunsystem die Möglichkeit, Erreger zu erkennen und direkt zu bekämpfen durch die Bildung von ganz besonderen, wir nennen das spezifischen Antikörpern. Und im Prinzip müssen wir nur warten, bis das Immunsystem diese spezifischen Antikörper gebildet hat. Und genau das passiert auch bei einer Warzeninfektion. Das heißt, der Körper erkennt irgendwann einmal, dass es sich um eine Infektion handelt, bildet die Antikörper und diese Antikörper sind dann in der Lage, das Warzenvirus zu zerstören und damit verschwindet jede Warze eines Tages tatsächlich von alleine. Das Problem ist, ich kann Ihnen nicht vorhersagen, wie lange das dauert. Bei manchen Menschen dauert es so kurz, dass man gar nicht mitkriegt, dass er überhaupt je eine Warze hatte und bei anderen dauert es manchmal Jahre, sogar manchmal 10 Jahre. Und das ist jetzt eben die Frage, möchte man so lange warten oder kann man so lange warten? Wenn Warzen aber wehtun oder sehr stören, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man solche Warzen behandeln kann. Und zwar von einer Entfernung über das Messer, also eine chirurgische Vorgehensweise bis hin zum Wegbeten. Das ist die Palette der Warzenentfernungsmöglichkeiten. Von der Zerstörung der Warze über Säurepflaster bis hin zu einer sanften Zerstörung der Warzen über zum Beispiel die Schöllkrautpflanze. Schlussendlich muss jeder für sich entscheiden, welche Methode für ihn die geeignete ist. Beziehungsweise die Eltern müssen entscheiden, welche Behandlungsmethode sie für ihre Kinder favorisieren. Meine favorisierten Methoden, wenn man schon eine Warze behandeln muss, sind folgende. Ganz klar, wenn sie nicht wehtun, abwarten. Zweitens, wenn Warzen zwar keine Beschwerden machen, aber trotzdem entfernt werden sollen, dann empfehle ich den Versuch mit einer Thuja-Lösung. Und zwar in der homöopathischen Potenz D6, sodass man einen Tropfen dieser Lösung auf die Warze aufträgt und dabei mit seinen Gedanken voll dabei ist. Das heißt, daran denkt, dass einen diese Warze stört und man sie weghaben will. Der Hintergrund dieses Vorgehens ist folgender. Ich habe erklärt, dass es sich um eine Infektionskrankheit handelt, Antikörper gebildet werden müssen vom Immunsystem. Und warum hat ein Mensch Warzen? Nämlich deshalb, weil diese Antikörper noch nicht da sind. Und wenn wir also das Immunsystem draufbringen, dass es etwas zu tun hat, weil es nämlich bisher geschlafen hat, es hat ja noch keine Antikörper gebildet, deshalb sind die Warzen ja noch da. Wenn wir also das Immunsystem dazu bringen, die Antikörper zu bilden, dann verschwinden die Warzen aufgrund der körpereigenen Abwehrkräfte. Und das Immunsystem ist steuerbar, das ist meine Überzeugung über Gedanken. Und deshalb macht es Sinn, egal was wir tun, bei Warzen ist bewusst zu tun und unsere Gedanken auf die Warzenentfernung zu richten. Ich nenne das die sanfte, die körpereigene Methode. Und meine Erfahrung mit dieser Thuja-Dilution, also diesen Thuja-Tropfen, ist eigentlich ganz positiv. Einen Versuch ist es immer wert. Die dritte
Möglichkeit, die ich empfehle, dann, wenn Warzen wehtun, und das trifft vor allem für die sogenannten Stech- oder Dornwarzen zu, dann ist es in meinen Augen am sinnvollsten, dass diese Therapie zu Hause durchgeführt werden kann. Und ich empfehle vor allem bei kleineren Kindern das gezielte Auftragen von Säurelösungen auf die Warze. Man muss dabei aufpassen, dass man nur die Warze und nicht die gesunde Haut drumherum mit diesem Pinsel bepinselt quasi. Und das muss man jeden Tag tun. So lange, bis die Warze weg ist. Und das ist der Knackpunkt bei dieser Therapie, überhaupt bei allen Therapien, die Warzen betreffen. Sie muss so lange durchgeführt werden, bis die Warze wirklich weg ist. Und wie erkennt man das? Man fährt mit dem Finger über die Stelle, wo die Warze ist. Und solange man eine Verhärtung spürt, solange ist die Warze noch da und solange muss man pinseln. Die Warze wächst langsam heraus, immer wieder lösen sich Schichten ab und sie tut relativ schnell nicht mehr weh durch diese Behandlung. Und das ist der Knackpunkt bei der Warzentherapie. Sie muss so lange durchgeführt werden, bis die Warze wirklich weg ist. Häufig kommen zu mir enttäuschte Eltern und Kinder, die sagen, das hat nicht gewirkt, die Warze ist wieder da. Und wenn ich dann genauer nachfrage, dann merke ich, genau da war das Problem, dass man zu früh damit aufgehört hat. Also meine Bitte, egal was Sie tun, wenn Sie eine Warze behandeln, dann müssen Sie das so lange tun, bis sie wirklich weg ist. Zum Schluss noch ein Wort zur Dellwarzenbehandlung, und zwar so, wie ich es in meiner Sprechstunde regelmäßig erlebe. Dellwarzen vermehren sich in der Regel sehr schnell, sodass ganz schnell ganz viele Dellwarzen über dem Körper sind, sodass es sich quasi verbietet, an den Dellwarzen im Einzelnen etwas zu machen. Ich empfehle in diesem Fall tatsächlich das Abwarten, bis der Körper darauf reagiert, die entsprechenden Antikörper bildet. Das Problem der Dellwarzen ist, wie ich es schon erzählt habe, dass sie jucken, dass die Kinder kratzen und sie sich entzünden können. Und eine entzündete Dellwarze, die erkennt man daran, dass sie rot wird und dass sie beginnt, weh zu tun. Und diese Entzündung, die sollte man möglichst rasch und konsequent behandeln durch das Auftragen einer Jodsalbe, richtig großzügig und ein Pflaster drüber und das einige Tage einwirken lassen. Nach meiner Erfahrung lässt sich so eine Entzündung zuverlässig behandeln und man muss auch wissen, dass eine Dellwarze, die sich entzündet, quasi ihren Todeskampf kämpft. Das heißt, danach verschwindet diese Dellwarze. Und das ist überhaupt das Zeichen des Verschwindens von Dellwarzen, wenn sie anfangen, rot zu werden, einzutrocknen und dann abzufallen. Es gibt nur einen Ausnahmefall, wo man eine Dellwarze direkt behandelt, in meinen Augen dann, wenn es einzelne große Dellwarzen sind, die entsprechend Beschwerden machen. Man kann sie dann, das mache ich, in einer lokalen Betäubung mit einem speziellen Instrument aus der Haut herausschälen, dann ist die Dellwarze weg und kann nicht weiter ansteckend wirken. Aber dieser Fall kommt seltener vor. Meistens sind die Dellwarzen schon in einer so großen Anzahl vorhanden, dass es keinen Sinn macht, örtlich zu arbeiten. Da Kinder unterschiedlich empfindlich sind und manche unter dem Juckreiz der Dellwarzen richtig leiden, kann es sinnvoll sein, diesem Kind eine Schüttelmixtur, eine Zink-Schüttelmixtur zu empfehlen, die eine juckreizdämpfende Substanz enthält. Und das kann man regelmäßig auftragen auf diese juckenden Dellwarzenhautstellen. Und damit kann man die Zeit überbrücken, bis sie denn eines Tages von alleine verschwinden. Dellwarzen sind, so nenne ich sie, lästige Hauterscheinungen. Die Möglichkeiten der Behandlung sind etwas eingeschränkt, aber die Zuversicht, dass sie eines Tages weg sein werden, die muss uns reichen. Warzen bei Kindern. Warzen sehe ich in meiner Sprechstunde häufig, weil
sehr häufig vorkommen und weil Eltern oft am Anfang nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oft wissen sie nicht mal, dass es Warzen sind.